Ich darf als nächsten Redner ganz herzlich begrüßen den Igor Korozian. Er ist ehemaliger Mitarbeiter an der Georg-August-Universität und heute Berater für Forschung an Säugetieren und Artenschutz. Und er hat sich mit der Frage beschäftigt, wie wirken sich verschiedene Herdenschutzmaßnahmen auf die Effektivität gegenüber dem Wolf aus. Er wird seinen Vortrag in Englisch halten und er wird heißen Effectiveness of Different Interventions between Cattle and Wolf. So, hello everyone. I'm Hallo, Igor einen schönen Korozian guten from where I Morgen. was Ich from bin the Igor University of Horesan. Ich bin Vienna eigentlich in an der Universität Consulting. Göttingen gewesen, bin jetzt And I ein worked in the unabhängiger past Berater. few years Und in on den letzten Jahren effectiveness habe of ich Thema different der interventions Wirksamkeit against malaria verschiedenster infections, Interventionen large predators, including wolves. And here I want to share Großen Beutegreifern. Ja, arbeite also the results Wirksamkeit des of Schutzes my von Rindern research vor on Wölfen this. und ich möchte gerne meine Forschungsergebnisse mit Before Ihnen I go, teilen. just a brief Bevor ich introduction, I das hope mache, möchte ich eine kurze we'll Einführung hear geben. much more about Ich that hoffe, during dass this wir last in den conference, nächsten just Tagen dieser about schönen the Konferenz noch issues mehr darüber with hören wolf werden. expansion. Why do we Es talk geht jetzt about einmal this zum einen um issue? die Ausdehnung des And in the Wolfes. Warum past reden 40 wir da überhaupt years or darüber? so, In den letzten 40 we see Jahren a circa remarkable comeback of haben wir wolves gesehen, dass die Wölfe in tatsächlich Europe and wieder North sich in America, Europa und caused Nordamerika by ansiedeln. Der favorable conservation policy, Grund increasing dafür sind tolerance, eine höhere increasing habitat Toleranz, suitability and many other factors. In die Asia, wolf Habitate is sind always geeignet common, geworden so und problems es there gibt are auch entsprechende persistent, but in Richtlinien. Europe it's In more or less Asien ist es uncommon, relativ häufig, Wölfe which zu puts haben, aber in Europa ist das noch coexistence relativ and nah, local livelihoods in relativ big neu. stress. Und das So, setzt here are a few maps viele Bereiche unter Stress. Ich zeige Ihnen good hier ein paar research Karten efforts von all over Europe, guten Forschungsarbeiten showing aus that ganz wolves Europa, wo continue wir sehen, rapidly dass die expanding Wölfe all over sich Europe and weiterhin sehr also schnell über Europa colonize the ausbreiten areas und where it auch was diese extinct in the Gebiete past wieder one or two einnehmen, wo centuries. sie in den letzten And this 100 bis 200 expansion Jahren ausgerottet wurden. Und causes diese Ausdehnung more and more financial führt burdens zu on the immer national mehr budget because finanziellen Belastungen der wolves kill Nationalhaushalte oder livestock Budgets, and weil the die governments have Wölfe to Nutztiere reißen compensate to the und local die people to ensure Regierungen hier coexistence Ausgleichszahlungen leisten and müssen, tolerance to damit wolves die Bauern weiter somehow. existieren können oder die And Betriebe. these compensations are the highest, of course, in Und the diese areas with the Kompensationen highest sind losses dort to am livestock, höchsten, wo which are in meisten the north Nutztierrisse and in verzeichnet sind. Das south ist and east hauptsächlich im of Norden, Europe. Süden und Osten But this is not Europas. the end of the story, Das ist aber noch nicht because das Ende scientific der Geschichte, analysis also denn die shows that wissenschaftliche Analyse hat auch gezeigt, potentially suitable habitats in Europe dass cover much mögliche wider geeignete areas Habitate in Europa viel größer sind than current habitats. als die And you see on the aktuellen graph Habitate below oder Lebensräume. that Und wie Sie hier potentially unten the sehen wolves still können, live in most areas können of Wölfe Europe. potenziell fast So überall this in Europa leben. predatory is Das expected heißt, dieses to continue Raubtier recolonization and expansion wird sich further wahrscheinlich in the coming weiter years. ausbreiten in den nächsten Jahren in Europa und die verlorenen Gebiete sozusagen wieder einnehmen oder Just a rekolonialisieren. few figures coming from Germany, Hier ein which paar is well Zahlen known for aus its history Deutschland. of wolf Deutschland ist recolonization bekannt from the year für die 2000 Geschichte des and der how its Wiederansiedlung des expansion and Wolfes development led seit to dem Jahr an increase 2000. in Und das predation hat eben on cattle. dazu geführt, dass A couple es of scientific papers in auch the Kontakt early mit Rindern gab. 2000s, Zu Beginn der 2000er they didn't Jahre really haben have sich any eine signs of cattle ForscherInnen predation, nicht apart unbedingt from that angeschaut, because of wie es um some Rinderrisse steht oder differences in methodology, Rinderverluste, because predation on generally livestock, not only cattle, weil is die quite a rare Verluste bei event. So it's Nutztieren very oder easy to Rindern miss eher fecal material selten that's sind und containing deshalb war livestock es einfach, and das zu make a übersehen. conclusion that wolves Und don't kill es livestock, wurden but dann actually they die do. Schlussfolgerungen And gefunden, dass here are the Wölfe gar pie nicht so charts eine of große official Gefahr data sind. coming Jetzt from sehen wir hier aber offizielle DBW. Daten I think everybody knows about this official von DBBW. Ich platform denke, alle of kennen statistical diese information Plattform. Da about gibt es wolves. statistische Info And it über shows that Wölfe. Und hier sehen from the year wir 2002 up to now,
Ergebnisse vom Jahr 2002 bis heute. Und wir sehen auch den Anteil der Rinder, die durch Wölfe gerissen wurden. Und das war ein Anstieg von 2% auf 7%. Dieser Anstieg war über die Jahre durchgängig. Wir können also schlussfolgern, dass in den letzten 20 Jahren eine dreifache Steigerung zu verzeichnen ist, was auch ein alarmierender Trend ist. Rinder sind anscheinend die einzigen Nutztiere in Deutschland, die im Laufe der Jahre zunimmt. Denn Schafe, Ziegen sind oft Tiere, die sowieso in hohen Zahlen von Wölfen gerissen oder gejagt werden. Aber hier ganz oben sieht man diese, also wenn Sie sich das anschauen, das ist ungefähr stabil. Auch bei den Mouflons und Rehen ist das ähnlich oder bei Rehwild ist das ähnlich. Aber bei den Rindern sieht man einen Anstieg von fast 0% zu 7%. Diese Prozentzahlen schauen klein aus und insignifikant aus. Aber wir müssen uns anschauen, dass die Gesamtanzahl der Rinder auch in Deutschland sich sehr verändert und die Zahlen da in die Decke gehen. Und 7% bei so hohen Zahlen wäre auch schon eine große Zahl, weil sich dadurch viele Probleme für das bäuerliche Leben ergeben. Und das Problem der Rinderverluste ist, dass Rinder einen hohen Marktpreis erzielen können. Und der vorherige Redner hat das schon gezeigt. Die Zahlen der Rinder gehen in Deutschland insgesamt zurück und auch die Betriebe gehen zurück. Und in dem Fall ist der Verlust einer einzelnen Kuh ein großes Problem für die Finanzierung der Familie, für den Haushalt der Familie. Das ist ein Trend, der sich in den letzten Jahren schon hart gehalten hat. Und deshalb müssen wir auch mehr an Lösungen denken, wie wir mit der Rinderproduktion umgehen. Warum müssen wir uns überhaupt die Wirksamkeit ansehen? Die Wirksamkeit ist die Basis unserer Diskussion in der Frage des Schutzes von Rindern. Und diese Diskussion besteht eigentlich aus zwei Teilen. Zum Ersten müssen wir ÖkologInnen wissenschaftliche und experimentelle Forschung betreiben, die gut fundiert ist, damit wir eine wissenschaftliche Basis und Daten haben, was wirksam ist und was nicht. Aber effektive Interventionen zu kennen, heißt noch nicht, dass die Menschen vor Ort das auch anwenden, denn es gibt vielleicht verschiedene Interessen, verschiedene Traditionen. Und da kommen wir zu dem sozialen Teil, wo es darum geht, dass wir auch die Sozialwissenschaft einbinden, so sehr wie möglich. SozialwissenschaftlerInnen, die sich ansehen können, wie diese effektiven Lösungen auch lokal akzeptiert werden, ob die Bevölkerung das auch annimmt. Und es geht auch darum, zu definieren, welche dieser wirksamen Maßnahmen wirklich praktisch sind. Denn vielleicht sind die effektiv bzw. wirksam, aber nicht praktisch. Vielleicht sind sie zu teuer. Es gibt dann auch Gründe dazu, die ich später ansprechen werde. Und ich möchte Ihnen auch noch ein bisschen Information mitgeben über ein Online-Instrument, das vor kurzem von der Universität Cambridge entwickelt wurde. Es geht hier um eine Online-Plattform, wo man weitere Daten eingeben kann zu bestehenden Daten, und da kann man schon eine Tendenz ablesen oder beziehungsweise hilft Ihnen das Tool, Entscheidungen zu treffen, welche Art von Maßnahmen man ergreifen kann. Das ist eine ganz einfache Fragestellung, wäre von der Wirksamkeit zur Praxis, wäre zum Ersten, ist es wirksam? Dann sagen wir ja oder nein. Dann schauen wir uns an, welche sind sozial akzeptabel, ja oder nein. Und dann
sind sie praktikabel, ja oder nein? Und sobald wir dann auch Ja sagen, dann wenden wir diese Maßnahme an. Und auch die Verwendung, die Anwendung zeigt dann, ob sie wirklich, ob diese Maßnahme wirklich wirksam ist. Denn jede Anwendung ist lokal spezifisch und je nach, und zum Beispiel ein Elektrozaun kann an einem Standort sehr wirksam sein, an einem anderen vielleicht nicht, weil es da verschiedene lokale Spezifika gibt, die da eine Rolle spielen. Was war also der Zweck meiner Studie? Ich wollte veröffentlichte wissenschaftliche Studien über die Wirksamkeit von Maßnahmen zum Schutz von Rindern vor Wölfen suchen und beschreiben. Und vor kurzem habe ich auch ein Paper herausgegeben, wo es also im, in Aspectives on Ecology and Conservation. Und da habe ich eine umfassende Datenbank über verschiedenste Maßnahmen zum Schutz vor Rindern vor Wölfen entwickelt. Vielleicht habe ich natürlich auch was übersehen, aber in dieser Datenbank sind fast alle Meta-Analysen und globalen Analysen enthalten, die bis jetzt veröffentlicht wurden. Die Informationen in dieser Datenbank kommen aus 33 Publikationen und Berichten, nicht nur wissenschaftlichen, aus 8 Online-Bibliotheken und auch der Datenbank von Web of Science und Google Scholar. And, the methods included zu den Methoden noch. Es ging um bestimmte Kriterien, welche Studien aufgenommen wurden und welche nicht. Also was ich aufgenommen habe, sind Studien, die ganz strenge Richtlinien hatten in Bezug auf das Studiendesign, auch in Bezug auf evidenzbasierte Studien. Das kommt aus der evidenzbasierten medizinischen Forschung. Ich habe die genommen, die am zuverlässigsten sind, also randomisierte, kontrollierte Studien, Vorher-Nachher-Kontrollwirkung, Crossover. Design. Diese Techniken sind am zuverlässigsten, weil sie auch Kontrollbeispiele nutzen, wo wir eben auch eine Kontrollgruppe haben und ein Gegenbeispiel haben. Es gibt auch noch zwei andere Studiendesigns, die sehr häufig sind. Aber die ich nicht so zuverlässig finde, sie heißen Vorher-Nachher-Studien oder Kontrollwirkungsstudien, denn die nehmen nicht unbedingt diese Kontrolle, sondern vergleichen mit dem, was vor und nach der Maßnahme war. Aber die Vorher-Situation ist ja keine kontrollierte Situation, weil die Veränderungen sich nicht durch die Maßnahme ergeben haben, sondern durch andere Faktoren, zum Beispiel, dass die Zahl der Tiere mit der Zeit einfach zugenommen hat oder sich die Tierhaltungspraktiken verändert haben oder so. Das zweite Kriterium war, dass diese Studien quantitative Informationen über die Wirksamkeit enthielten, entweder direkt oder indirekt, damit ich das auch selbst nachrechnen konnte oder die Wirksamkeit selbst berechnen konnte. Und natürlich mussten diese Studien in freier Wildbahn durchgeführt werden, denn es gibt viele Studien, die in Gefangenschaft gemacht werden oder wo die Tiere in Gefangenschaft sind und die Bedingungen viel kontrollierbarer sind. Und da kann man natürlich nicht abschätzen, wie das in der freien Wildbahn wäre. Ich habe auch Studien ausgeschlossen, die tödliche Eingriffe angewendet haben, weil mir ging es darum, nicht tödliche Schutzmaßnahmen zu untersuchen. Und ich habe auch Informationen oder Quellen ausgeschlossen, wo Rinder mit anderen Nutztieren kombiniert waren, wie zum Beispiel Schafen oder Ziegen, weil die wurden dann alle gemeinsam betrachtet. Und da hätte man nicht sagen können, wie diese Maßnahme jetzt genau auf Rinder wirkt. Ich habe dann Schätzungen vorgenommen, die Wirksamkeit hinsichtlich des relativen Risikos. Das ist eine ganz bekannte statistische metrische Methode, einfach zu berechnen. Das ist ein Verhältnis der gerissenen Tiere mit Maßnahmen. Oder also mit und ohne Maßnahmen und auch, mit und ohne Maßnahmen.
where the relative risk is equal to zero. So oft ist das am effektiv, am wirksamsten ist, wo das relative Risiko ungefähr null ist. Das heißt, da konnte der Schaden auf null minimiert werden. Interpret this as the damage reduced by 100%. Man könnte das auch so interpretieren, dass die Reduzierung des Schadens 100% betragen hat. Wenn wir, es gibt auch wirksame, also nicht anwirksamen, sondern wirksame, das sind mit einer Zahl von Risiko kleiner als 1. So damage remains high. Whether we apply this intervention. Dann gibt es auch noch ineffektiv, RR ist 1, da es reduziert den Schaden nicht, Reduktion um 0%, und gegenwirksam wäre, wenn diese Maßnahme oder das Risiko sogar noch steigt und der Schaden um x Prozent erhöht wird. Das passiert auch. Und trotz dieser Bemühungen in der Literaturrecherche habe ich nur 9 Studien finden können, wo klar wiedergegeben wurde, wie wirksam oder unwirksam die Maßnahmen sind in Bezug auf den Schutz von Rindern vor Wölfen. Schauen wir uns die nach der Reihe an. 4 Studien, also circa die Hälfte der Studien, da ging es um die Tierhaltung, da ging es um Einzäunen oder Einfrieden, Hunde und auch Hirten. 2 waren effektiv, 2 waren nicht so effektiv. Sie sehen das in den verschiedenen Farben. Beim ersten Fall geht es um eine Studie aus Italien, wo Herdenschutzhunde und Gehege genutzt wurden. Circa 40% weniger Verluste, aber das Problem war hier, dass es nur 40% waren, das ist ja nicht genug. Das Problem war, dass die Tiere frei geweidet haben. Es gab dort keine Zäune, es gab keine Präventionsmaßnahmen, um eine Attacke von einem Wolf abzuwenden. Und die Hauptbeute von Wölfen sind Kälber, neugeborene, ganz junge Kälber. Und hier war es so, dass die Kühe auf der Weide ihre Kälber bekommen haben. Das heißt, hier waren immer Kälber verfügbar für die Wölfe. Und das war auch der Grund, warum immer Wölfe in der Nähe waren und warum sie sehr hohen Schaden angerichtet haben an der Rinderherde. In den USA gibt es auch eine Studie, da geht es um Herdenschutzhunde. Sie waren effektiv und haben die Verluste um 100% vermindert. Der Hauptgrund war, dass die Betriebe klein waren. Es waren also einfacher zu verwaltende Herden. Und diese Hunde waren sehr gut ausgebildet und von seriösen Züchtern, die sich spezialisiert hatten auf die Aufzucht und Zucht von Herdenschutzhunden. In Russia, there was a study on es gibt auch eine Studie aus Russland und da ging es um die Anwesenheit von Hirten aus der Steppe, ein flaches Gebiet. Da war es für die Hirten also relativ einfach, ihre Herde gut zu hüten mit Hilfe von Fahrrädern oder Pferden. Auch hier wurde der Schaden auf null begrenzt. Das heißt, das war eine effektive, eine wirksame Maßnahme, auch weil die Hirten, Hirtinnen sehr aufmerksam gegenüber Wolfsangriffen waren. Und die Einfriedung oder das Einfrieren in Portugal war nicht sehr effektiv, auch aus denselben Gründen wie vorher, weil immer Kälber anwesend waren und weil sie dort mit den Müttern frei gegrast haben. Dann gibt es auch 3 Studien zu invasivem Management, alle aus den USA, alle waren effektiv, haben Schäden vermieden. Und bei diesen Maßnahmen wurden spezielle Geräte verwendet, wo es zum Beispiel um die Nutzung von Funkhalsbändern ging. Die wurden gleich vor Ort im Feld angebracht, entweder auf den erwachsenen Rindern oder den Kälbern. Und sobald ein Wolf mit so einem
Funkhalsband sich näherte. Sobald ein Wolf sich näherte, haben die Funkhalsbänder Töne und ein Stroboskoplicht abgegeben, damit die Wölfe abgeschreckt werden. Ich kann dann zeigen, dass diese Methode effektiv ist, wirksam ist, aber nicht praktisch. Der Grund, warum der Schaden vermieden wurde, war, weil diese Signale unvorhersehbar waren. Das heißt, die Wölfe konnten sich nicht gewöhnen an verschiedenste Signale und sie haben diese Signale assoziiert mit unerwünschtem Verhalten oder unerwünschten Gebieten. Das waren die Betriebe. Das heißt, die Wölfe sind sehr schlau. Sie haben diese Signale also mit diesen unerwünschten Dingen in Verbindung gebracht. Auch zwei andere Beispiele noch aus USA und Kanada. Zum einen geht es hier um die Zuchtkontrolle bei Rindern, also eine Manipulierung bei der Züchtung, damit nur in einer gewissen Zeit des Jahres Kälber geboren werden und nicht immer, zum Beispiel nur in einem Zeitraum von wenigen Monaten im Frühling oder im Spätwinter. Das war ein Beispiel aus den USA. Da wurden Kälber nur zwischen Februar und Mai geboren und damit gab es keine Verluste mehr von Wölfen. Nach der Geburt der Kälber blieben sie dann auf den Betrieben. Sie durften noch nicht draußen grasen zum Beispiel. Das heißt, es waren nur erwachsene Tiere draußen und die Wölfe haben diese dann weniger angegriffen. Dann gibt es auch noch eine Technik aus Kanada. Das sind, wie Sie auf dem Bild sehen, Fähnchen, die auf den Zäunen sind. Das wurde aber nur 2 Monate lang getestet und nach 2 Monaten sind dann die Wölfe wieder ins Territorium vorgedrungen und haben auch Risse gemacht. Dieser Fähnchenzaun hat rote Fahnen drauf auf dem Zaun. Sie bewegen sich im Wind und haben eben so eine visuelle Störung hervorgerufen in dem Versuch, die Wölfe abzuhalten. Was können wir uns also mitnehmen aus dieser Forschungsarbeit? Zum einen, unsere Ergebnisse sind noch nicht komplett, denn ich habe bis jetzt erst 9 Studien heranziehen können in Bezug auf den Schutz von Rindern vor Wölfen. Man kann jetzt also noch keine allgemeinen Schlussfolgerungen ableiten. Und nur einmal gab es ein starkes Studiendesign, was auch eine Einladung ist für WissenschaftlerInnen, ein robusteres Studiendesign zu wählen bei diesen Experimenten. Aber dennoch gibt es auch die Möglichkeit, einige Voraussetzungen herauszulesen, Faktoren, die dem Schutz der Rinder eher dienen, zum Beispiel Kalben außerhalb der Weideflächen und saisonal begrenzt. Nicht das ganze Jahr lang. Der zweite Punkt ist die Verwendung von eingezäunten Flächen, um die Bewegungen der Rinder zu begrenzen, denn Rinder haben einen großen Radius im Vergleich zu Ziegen oder Hühnern. Und wenn sie frei grasen und frei auf der Weide unterwegs sind, ist es schwieriger, ihre Bewegungen zu kontrollieren mit Hunden oder Hirten und so weiter. Beziehungsweise können diese dabei helfen, die Rinderbewegungen einzugrenzen. Was natürlich am meisten hilft, wäre ein Zaun. Die Verwendung von Nachtpferchen oder Nachteinfriedungen ist ebenfalls nützlich, dass die Tiere in der Nacht eher eingesperrt sind, wenn in der Nacht die Wölfe am meisten aktiv sind. Nicht jeder Hund ist automatisch ein Herdenschutzhund. Man braucht gut ausgebildete Hunde mit guter Abstammungsgeschichte, aber gut ausgebildete Hunde mit Stammbaum sind oft auch sehr teuer. Es kann auch hilfreich sein, kleine und mittlere Betriebe zu haben, weil das Management, die Kontrolle der Herde einfacher ist. Man braucht auch aufmerksame Hirten. Nicht jeder Hirte ist automatisch gut, wenn er nicht aufmerksam ist.
Das heißt, wir brauchen Hirten, Hirtinnen, die mobil sind, die aufmerksam sind. Invasive Maßnahmen, wie zum Beispiel dieses Funkhalsband, das Transmitter, sind wirksam, ja, aber sie sind nicht praktikabel. Und diese Studien aus den USA waren schon älter und ich habe keine neueren Studien mehr gefunden dazu. Also vielleicht hat man das, wendet man das jetzt nicht mehr an und verwendet eher praktikablere Maßnahmen. Zum einen sind eben diese Maßnahmen teuer, weil man, es geht darum, dass man die Wölfe einfängt, immobilisiert und ihnen dann diesen Transmitter einsetzt. Und sie sind nicht anwendbar bei weiträumig umherstreifenden Rindern. Und was ganz wichtig ist, sie erfordern, dass alle lokalen Wölfe so ein Halsband bekommen. Denn die Rinder können immer noch von Wölfen gerissen werden, die kein Halsband tragen. Und man würde dann nie wissen, wer das war. Und diese Fähnchenzäune sind nur kurz effektiv und deshalb wirksam, weil sie eine Neuheit sind. Aber sie schützen die Rinder nicht wirklich vor dem Wolf. Das heißt, es wirkt bei Wölfen, die vorher so einen Fähnchenzahn noch nicht gesehen haben. Also in der Literatur findet man keine Hinweise, dass das länger als 3 Monate wirksam ist. Hier haben Sie noch eine Liste der Quellen, die ich verwendet habe. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Herr Karossian, erstmal ganz herzlichen Dank für die spannende Übersicht über die Wirksamkeit von Herdenschutzmaßnahmen. Und es ist jetzt im Chat bzw. bei den Fragen und Antworten einiges los. Ich werde Sie jetzt erstmal die ersten Fragen auf Englisch vorlesen. Die erste ist: How many shepherds were present per herd? Also die erste ist, wie viele Schäfer gab es pro Herde? How was the ration shepherd animals in the Russian study? Schäfertiere. Wie hat es damit ausgeschaut in der russischen Studie? In welcher Studie, bitte? Wiederholen Sie das nochmal. In the, I think it was the study in Russian. Ja, also es war die russische Studie. About the shepherds. In über die Schäfer. Es ging um die Schäfer in der russischen Studie. Ja, diese Studie fand östlich vom Baikalsee statt. Es ist eine Steppe, eine Hochsteppe sozusagen. Und diese Studie hat uns gezeigt, dass die Höfe, die keine Hirten hatten, immer von Wolfattacken betroffen waren. Aber wo Schäfer vorhanden waren, gab es keine Wolfattacken. Das war also eine Fallstudie mit und ohne, und es wurde daraus geschlossen, dass die Hirtinnen eben die Verwendung von Hirtinnen sehr wohl erfolgreich und zielführend ist. And what was the ration between shepherd and animals? Also, ja, und was war das Verhältnis zwischen Tieren und Hirtinnen? Ja, also das Verhältnis der Hirtinnen zu den Tieren, wollen Sie wissen? Yes. Ich kann mich nicht erinnern, wie viele Hirtinnen dort verwendet wurden, aber nicht viele, normalerweise nicht mehr als 2 Hirtinnen pro Herde. Gut, dann hätten wir eine Frage aus dem Publikum. Der Mauro Bellardi. Und Mauro, stellst du deine Frage auf Englisch oder Italienisch? Ja, in Englisch. Er macht es in Englisch. Ich frage auf Englisch. Okay. Igor. Ja, Igor, vielen Dank für deinen Vortrag. Ich habe hierzu einen Kommentar und auch eine Frage. Die
Anmerkung ist folgende. Scheinbar ist es so, dass die Menschen in den USA besser als wir sind. Denn alle ihre Studien sind ein voller, durchschlagender Erfolg. Also, ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass die Schutzhunde in den USA besser sind als die aus Italien. Vielleicht habe ich nicht recht, aber ich glaube das jedenfalls. Possibly yes, but my question is, ja, das mag so sein. Ja, Frage ist folgende. Ich habe doch schon noch eine Frage. Also die Rissrate in Deutschland ist 7% von was? Von Vieh? Oder waren 7% der Tiere, die gerissen wurden, praktisch Rinder und Kühe? Also das ist ja, also 7% des gesamten Viehbestandes scheint mir riesig zu sein. Nein, es war also 7% des Gesamtviehs, welches von Wölfen getötet wurde. Also wir haben praktisch alle Risse von Wölfen, 7% davon sind Kühe und Rinder. Okay. Ja, dann, gut. Dann noch eine weitere Frage aus dem Chat oder eine Anmerkung von der Uta Kielau, auch wieder in Englisch. The estimate in loss of cattle schätzen, to wolves should not be only given in percentage, but in real numbers, because the amount of cattle killed by wolves, sondern in Echtzahlen, is still relatively low. Anzahl, die absolute Anzahl der von Wölfen gerissenen Rinder und Kühe ist immer noch relativ gering. Rice given in percentage. Ja, das stimmt. Ja, es geht noch weiter, die Frage. Ja, Entschuldigung, kurz. Rice also, given in percentage overestimates the impact of wolves on loss of cattle. Überschätzt den Impact der Wölfe auf den Verlust von Vieh. I'm involved in the wolf management in Schleswig-Holstein, Germany. Der Wolf, also im Wolfmanagement in Schleswig-Holstein, Deutschland. All bodies of killed animals alle are undertaken Kadaver a close investigation in our forensic laboratory. Forensischen Labor sehr this, exakt untersucht. This shows first das that in cattle wolves killed calves more than adult animals. Die Wölfe mehr Kälber als adulte Tiere gerissen haben. And it shows that most of the killed animals are infected by diseases. Tiere von Krankheiten sometimes even infiziert gewesen sind. And should manchmal have been treated by a vet, gab es sogar Zoonose und sie which hätten is due to the preference von einem of wolves for young, weak or sick animals. Sollen. Das ist darauf zurückzuführen, dass Wölfe einen Vorzug, also sie bevorzugt kranke Tiere angreifen, schwache Tiere angreifen. Oder junge. That's correct. Ja, das stimmt. I provided just a general picture. I didn't go ich habe nur ein allgemeines Bild gegeben. Ich habe jetzt nicht ins Detail gehen soll, wollen, wie sich diese Rissraten unterscheiden von Land zu Land oder Hof zu Hof. Also die sind sehr sporadisch, diese Attacken über Raum und Zeit. Also in gewissen Höfen kann die Risszahl relativ hoch sein, in anderen kann es null sein. Ich wollte einen Durchschnitt, ein Mittel darlegen, so wie es eben in Statistiken ausgedrückt wird. Der Riss von schwachen Tieren, natürlich stimmt das. Nicht nur Wölfe, sondern Raubtiere im Allgemeinen ziehen natürlich Beute vor, die leichter zu töten ist. In der Literatur sah ich allerdings keine Hinweise darauf, dass kranke Tiere bevorzugt von Wölfen angegriffen werden oder als bevorzugte Beute ausgewählt werden. Das ist also ein Thema, welches wissenschaftlich noch genauer untersucht werden muss.
And also we need to know whether they select for wir müssen natürlich auch wissen, ob sie eine geschlechterspezifische Präferenz haben. Natürlich ziehen sie junge Beutetiere vor, aber es ist natürlich auch, oder es wäre interessant zu wissen, ob sie zum Beispiel lieber weibliche Kälber oder männliche Kälber angreifen. Dann hätten wir noch eine Frage aus dem Publikum vom Uwe Friedl. Okay, I pose it in English. Is it possible that the rise in cattle ja, ich stelle die auf Englisch. Kann es sein, dass die reduzierten Risszahlen darauf oder dass die höheren Risszahlen bei Kühen und Rindern darauf zurückzuführen, dass es Herdenschutzmaßnahmen für Schafe und Ziegen gibt, sodass die Wölfe auf die Kühe und Rinder umgestiegen sind? Ja, das ist schwierig zu sagen, wie sich diese Herdenschutzmaßnahmen ausgewirkt haben. Zäune zum Beispiel. Also die Regierung zahlt Millionen für Zäune. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es da eine Aussage über die Effizienz gibt. Auf jeden Fall ist hier die Effizienz zu beurteilen. Möglich ist es, dass mehr Rinder und gerissen werden, weil sie sich frei bewegen. Also es ist nicht so wie bei Schafen, die manchmal in Gruppen gehandelt werden. Das heißt, in vielen Fällen kann es vielleicht auch darauf zurückzuführen sein. Gut, also Herr Korossian, herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg mit Ihrer Arbeit. Dankeschön. Thank you very much.